Jetzt wirst du mir auch noch sentimental auf deine alten Dancing Stars Tage. Aber es steht dir gut, weißt du das? Naja, also wenn du mich sentimental erleben willst, es geht auch mit weniger Schweiß und Schmerzen. Du brauchst nur ein Kätzchen oder einen kleinen Koala mir vorlegen, oh ja, dann geht das genauso gut. Du, pass mal auf, du bist der letzte Promi-Mann hier im Finale. Ich frage im Namen eines Freundes, warum du und nicht die anderen? Und nicht du, oder? Ja. Naja, also du schaust auf jeden Fall besser in diesem Outfit aus. Ich weiß nicht, was mir passiert wäre bei dir. Warum ich es verdient habe. Ich glaube, wir alle verdienen es. Alle drei hätte ich selber ganz vorne gesehen. Ich habe selber versucht, so gut zu sein. Bei der Silvia habe ich gewusst, dass sie so gut ist. Bei der Michi war ich überrascht, dass sie so gut ist. Mhm. Und wir sind alle drei zu Recht hier. Ich glaube, ich verdiene es nicht mehr als die anderen, aber ich verdiene es vor allem deshalb, weil ich mit nur Gefühl und keiner Vorbildung gekommen bin. Das hat verlangt von mir als Mann, dass ich mich komplett verlasse auf die Conny, komplett einlasse und wirklich sie den Weg vorgeben lasse. Und dann deshalb, weil sie mir dann auch zugetraut hat, dass ich das wieder umdrehen kann und sie sich auch auf mich verlassen hat. Also wir verdienen es als Paar, glaube ich, mehr als ich alleine. Wow. Wir wollen auf jeden Fall wissen, wie es der Jury gefallen hat jetzt. Auf jeden Fall. Schön, hier kommen eure Punkte. Es geht ein letztes Mal um die Wertung von Dirk Heidemann. Das war Contemporary pur und für mich sensationell und ich will im Finale sehen. Eine 10. Maria Sandner. Auch ich kann nicht anders, das war ein perfekter Tanz. 10. Und Bolasch Ecker. Ich glaube, wir sind angekommen. Es ist top. 30 Punkte. Oh. Lang haben wir warten müssen. So